Hey ho und herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialvideo hier auf meinem Kanal zu LEGO Worlds. Es gibt eine kleine Ankündigung. Ich habe ein Video gefunden auf YouTube für Free Content zu LEGO Worlds. Alles steht im Zeichen der Jungle Explorers und ich möchte euch diesen Trailer natürlich nicht vorenthalten. Ich habe mal die englische Tonspur rausgenommen, ihr müsst mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Es gibt allerlei Neuigkeiten, neue Items, neue Bausets, wie zum Beispiel das hier. Das ist auch schon erhältlich im Startmenü unter den Bausets. Das ist so ein kleines, ja, so ein kleines Dschungellager mit allerlei freien Items, die ihr euch dann natürlich wieder abscannen könnt. Ja, das Eichhörnchen im Saxophon gehört natürlich nicht dazu. Es wird noch ein bisschen mehr dazukommen. Hier in dem Trailer wird so eine kleine Geschichte erzählt von diesen beiden Herrschaften hier, dem Herrn mit dem Hut und der Dame mit dem Fernglas hier. Die sind auf der Suche nach Dinosauriern und finden dabei allerlei interessante Orte, wie zum Beispiel jetzt hier kurz vorgestellt, ja, so eine kleine Flugzeugabsturzstelle an einem Tempel. Da ist nebendran noch ein Tempel wohl. Ich habe jetzt selbst noch nicht reingeguckt, soll aber im Laufe des Monats jetzt wohl auch dann zu den freien Bausets kommen, die man sich dann einfach so runterladen kann und dann auch aufbauen kann. Auch das hier mit den Fußabdrücken wird wohl ein neues Bauset, so eine kleine Landschaft, ja. Die Fußabdrücke gab es ja schon zum Download im regulären Spiel. Allerdings kommt jetzt nochmal so eine kleine Landschaft dazu, wo eben diese Fußabdrücke schon mit drin sind. Ihr seht es auch gleich nochmal am Ende, die ganzen Bausets. Es sind wohl, ich glaube, 3 oder 4 Bausets, die jetzt dazukommen. Wie gesagt, alles unter dem Motto Jungle Explorers. Ob noch weitere Figuren oder Fahrzeuge hinzukommen, kann ich jetzt ad hoc in dem Moment noch nicht sagen. Vorgestellt wurden noch keine. Allerdings weiß ich, dass die Jungle Explorers auch als normale Lego-Sets jetzt zu kaufen sind. Und da sind auch Fahrzeuge und Figuren dabei. Hier jetzt nochmal die einzelnen Bausets. Wir haben hier das Lager, dann eben hier diesen Tempel mit der Absturzstelle. Diese kleine Szenerie mit den Fußabdrücken und hier mit dem Dinosaurierkäfig. Wie gesagt, ob noch Fahrzeuge oder Figuren hinzukommen, müssen wir mal abwarten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns in einer regulären Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen angenehmen Abend, macht's gut und ich sage tschö mit Öl.